Willkommen zurück. So, schnell zurück. In unsere Behausung. Beziehungsweise, wir müssen jetzt erstmal Eisen einschmelzen. Gibt es hier vielleicht nochmal Kundungs-XP? Wahrscheinlich nicht, ne? Frechheit. Ah, oh Mann, ich hätte eine Schatzkarte gern benutzt. Verdammt. So, Eisenbahn. Ach verdammt, die sei ich jetzt abgebrochen. So, die können wir hier alle rinklatschen. Der Rest ist Stein hier. Wir können ja jetzt auch theoretisch Straßen noch bauen, ne? Wo waren das? Schickes Bett, schickes Bett, schickes Bett. Stück Stoff und Wolle kriegen wir. Oh, dann können wir. Wieso kann ich das eigentlich auswählen? Wenn es in der Demo ja doch nicht bauen kann, wenn mir die Sachen fehlen dafür. Wo kriege ich jetzt Stoff und Wolle her? Einfache Straße. Ja, die sieht hässlich aus. Boah, ne? Ja, als Straße würde ich das auch nicht bezeichnen. Ich finde eigentlich das hier ganz nice. Dafür brauche ich aber die Ziegel. Ziegel. So, ich bin gespannt, wie es aussieht letztendlich. Oder eher das. Dieser Bürgersteig verbindet die Straße mit den ganzen Gebäuden. Genauso aus. Ja, was finde ich jetzt cooler? Finde ich das Dunkle, ne? Wie kriege ich das nicht weg? Und das Schaufel vielleicht? Im Wesen kriege ich Ziegel wieder. Das finde ich ja nice. Oh, jetzt sind die scheiß Truhen im Weg, ne? Ah, leck mich. Hier vielleicht noch mal ein paar Holzzäune. Die hatten wir doch auch hier, ne? Eisenzaun. Holzzaun. Oder ein Weiß. Dafür brauche ich Holzplatten und Packung Nägel. Ich brauche mehr Nägel, okay. Zack, zack. Oh. Obwohl. Vielleicht brauchen wir so viel.
Wir könnten ja hier schon mal... wahrscheinlich eh nicht alles einsammeln. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Ich würde einfach bloß den Weg erstmal hier bis zur Anlegestelle vollenden. Erstmal alles hier grob befreien. Damit wir auch den Weg hier wirklich hinsetzen können. Ah, die Blumen. Oh, leck mich, die gehen auch runter. Ach, hier oben haben wir noch Stuff, den wir nicht brauchen. Diesen Heilblattkram brauche ich gerade auch nicht. Kann man sich denn eigentlich einen Kühlschrank bauen, damit der ganze Stuff, den man hat, nicht schlecht wird? Oder vielleicht noch länger braucht? Sieht erstmal nicht so aus. Oh, hier waren auch nochmal Pflanzenfasern. Oh, scheiße. So, jetzt schnell nochmal den Rest einsammeln, dann gehen wir erstmal pennen, würde ich sagen. Ach, scheiße hier. Oder ich, oh, hier links nochmal ein paar Gräser weg. Kaffee haben wir zum Beispiel noch nicht angebaut. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt im Frühling überhaupt geht. Andererseits könnte man auch zum Wasser her hin noch Platz schaffen. Haben wir eigentlich das Holz eingesammelt? Ja. Ich brauche einfach größere Kisten. Würmer können auch raus. Sehr, sehr gut. Jetzt müssten die Schrauben ja auch fast fertig sein. Jo. Nägel meine ich. Zack und zack. Essen wir noch eine Karotte. So, der... Normalerweise müsste ich den bauen, aber ich würde jetzt eigentlich lieber einen weißen... bauen haben. Der geht auch auf die Straße, okay. Ich würde jetzt gerne wissen... Das ist jetzt schwierig. Und wie drehe ich das? Hallo? Mit Mausrad, WASD geht auch nicht. Jetzt, oh, hä? Oh Gott, das geht auch.
Ich muss doch irgendwie den Zaun drehen können. Also, ich würde hier gerne dann noch wieder Lampen hinsetzen. Machen wir hier. Jetzt eigentlich richtig rum. Ach so, sieht die aus. Okay. Machen wir hier zwei Steinbänke. Straßenlampe. Eisenbahn. Die ist billiger, aber die hat zwei, ne? Schrauben, Kabel, Eisenbahn. Habe ich ja keine Schrauben mehr? Oder ich die woanders abgelegt? Nächste Schraube. Verdammt. Gut, dann würde ich noch mal ein paar Felder aus der Erde heben, weil wir brauchen ja auf jeden Fall Punkte auch im Anbau. Würzen. 15. 17 geht wieder nicht auf. 19, 21, 22, 24. Müsste klappen, ne? Da geht noch eins. Ach ja, 24, ich bin ja blöd. So, kann in jeder Jahreszeit 6 Stück, passt ja genau. Ein XP im Anbau. Ich brauche mehr. Kriegen wir eigentlich auch was, wenn beim Abernten? Ich weiß es gar nicht. Nochmal 6, passt auch. Oh, das braucht alles jetzt schon wieder Wasser, ja? Shit. Genau 18, dann haben wir die komplett darin. Und jetzt noch eine Sache. Im Prinzip ist die Demo ja auch eher darauf ausgelegt, dass man nur im Frühling spielt. Ne? Wir haben ja bis auf zwei Sachen, glaube ich, nichts für den Sommer. Ach, beim Gießen kriegt man auch einen XP-Punkt. Okay. Nein, der Gegenstand ist kaputt. Der ist einfach leer. Nichts kaputt. Oh, sogar 4 auf einmal. Nice. Und bloß das wieder nicht.
Wo stehen wir denn jetzt XP-technisch hier überhaupt? Anbau 101 von 200, ey, und wir brauchen 3 Sterne, also 300 Punkte wahrscheinlich dann nochmal. Oh, das ist mir eigentlich too much, muss ich sagen. Aktiviert Qualitäts? Aber warum denn aktiviert? Hey, wo stand denn das eben? Ach so, hier sieht man. Ah. Aktiviert Bau ein Stall für Kühe und Schafe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir für den Sprinkler eventuell den Generator brauchen. Weil die brauchen ja bestimmt auch Strom, die Dinger. Da sollten wir jetzt aber mal nochmal weiter gucken. Oh, scheiße. Wo? Auch dieses Tastenkürzel eigentlich. Okay. Benötigt Energie. Ja, steht ja da. Mhm. So, hier. Der ganze Kram erhöht sich. Okay. Hier. Das Insektennetz, was uns ja wahrscheinlich auch nichts bringt. Das Verderben von Gegenständen in der Tasche reduziert sich um die Hälfte. Und das ist ja nice. Kochen. Aktiviert Öl. Herstellung am Herd. Kleines Aquarium. Siehste, geangelt haben wir noch gar nicht. Das könnten wir vielleicht mal als nächstes machen. Dann bauen wir uns eine Angel. Aber wie drehe ich denn die Sachen? Das muss doch auch irgendwie gehen. Naja, vielleicht finden wir es in der nächsten Folge noch raus. Spitze, bedanke mich. Bis denn.